Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin im Oktober 3 Tage in Istanbul gewesen und habe endlich meine Videos für euch zusammengepackt. Viel Spaß beim Reinschauen. Wir sind an einem Mittwochmorgen am SAW-Flughafen in Istanbul angekommen und haben circa eine Stunde bis zum Stadtteil Kagitan gebraucht, wo sich unsere beiden Hotels, Farpoint bei Marriott und Delta Hotel bei Marriott, befanden. Da wir vor der Check-in-Zeit angekommen sind, konnten wir leider noch nicht auf unsere Zimmer, sind aber dann in eine umliegende Mall gegangen und haben dann dort die Zeit bis zum Check-in verbracht. Und hier seht ihr dann halt nochmal den Weg. War jetzt vom Delta Hotel nur 5 Minuten zu Fuß weg, die Mall. Da ist das Hotel. Und ja. In der Mall angekommen mussten wir durch einen Sicherheitscheck, so wie am Flughafen. Das war sehr ungewohnt für uns und auch, naja, ein bisschen beängstigend. Und irgendwo muss man schon seine Taschen abgeben und wird dann nochmal durch einen Detektor geschickt. Ja, aber ansonsten war die Mall wenig besucht und wir konnten in aller Ruhe uns umsehen und Kleinigkeiten im Supermarkt einkaufen. Hier habe ich auch so einige türkische Köstlichkeiten gekauft, so für ca. 3 Euro. Alles sehr süß, aber auch lecker. Perfekt zum Kaffee. Mal was anderes als diese typischen Kekse. Das war halt sehr nussig. Das andere hat so ein bisschen nach Tofu geschmeckt. Und ja, das war echt ganz schön klebrig. Ich fand das hier mit Kokosnuss war am besten. Ja, die erste Nacht haben wir im Hotel Farpoint verbracht, da es wesentlich günstiger war als das Delta Hotel. Der Bruder von meinem Freund hatte bereits vor Wochen gebucht und wir ja sehr spontan, sodass er 2 Nächte im Delta übernachten konnte. Und ja, aber das Farpoint war nicht so weit weg. Man könnte sagen, die Mall war der Mittelpunkt. Auf der einen Seite war das Farpoint Hotel und auf der anderen Seite das Delta Hotel. Zu Fuß könnte man sagen, so 10 Minuten. Alles schön gut asphaltiert. Ihr seht ihr da unten, wo die Autos lang waren. Da kann man echt super gut langlaufen. Ich muss halt sagen, wir haben es bei Google eingegeben und der hatte uns zuvor so einen 30 Minuten langen Fußweg-Umweg gezeigt. Bis wir dann gesagt haben, hey, das kann doch nicht sein. Und sind dann einfach die Hauptstraße, wo die Autos lang waren, entlang gelaufen. Und da war dann auch das Hotel. Die Zimmer sind sehr geräumig. Wir waren im 4. Stock. Und Klimaanlage, alles hat funktioniert. Und hier seht ihr dann nochmal das Hotel von außen bei Nacht. Da kommen wir gerade vom Abendessen. Am Ende der ganzen Hauptstraße sind ein paar Restaurants gewesen und auch nicht weit. Und ganz, ganz am Ende sozusagen, ich würde jetzt mal schätzen, 30 Minuten zu Fuß, ist dann auch die Metrostation. Das seht ihr dann gleich beim nächsten Video. So, das ist jetzt Tag 2. Da sind wir zur Metrostation gelaufen, weil wir uns die Altstadt angucken wollen. Zu Beginn sind wir zu dieser Station gelaufen. Die ist ja 2-3 Minuten vor der eigentlichen Station. Kagitane Station heißt sie übrigens. Und da sind wir natürlich runter eine Weile, haben uns diese elektronische Karte geholt und auch aufgeladen und sind schon durch die Gänge durch, quasi auch schon bezahlt.
bis wir dann unten festgestellt haben, oh, von hier aus geht es zum Flughafen Istanbul, zu dem neuen Flughafen. Dann sind wir nochmal raus und mussten quasi noch so 2, 3 Minuten weiterlaufen, hier drüben. Da fährt dann die Metrostation, da ist auch diese Karte gültig. Und mit der M7 kommt man dann, na, es hat schon eine Weile gedauert, von 20 Minuten dann in der Innenstadt an, hier diese Haltestelle Taksim. Wo sagen, das ist eine echt krasse U-Bahn-Station, also weiß ich nicht, gefühlt Kilometer weit unter der Erde. Man musste auch einmal viele Treppen laufen, weil die Aufzüge alle besetzt waren die ganze Zeit. Also schon ein bisschen mal was anderes, wie ein Bunker da unten, die U-Bahn-Station. Ja, hier sind wir jetzt auf dem Platz. Da ja, haben wir ein paar Fotos geschossen, da waren auch ganz viele Geldautomaten, haben uns dann nochmal Bargeld abgehoben. Hier seht ihr dann nochmal. Und ja, es ist angenehm gewesen. In dem Bereich war nicht so viel los. Wir haben uns auch so eine Sesambrezel geholt. Ich mit Nutella. War sehr lecker. Und die hat, glaube ich, ja, 80 Cent gekostet, umgerechnet. Und dann waren wir natürlich auch auf der Suche nach dieser Tram, diese historische Tram, von wo die aus fährt. Und wenn ihr hier links vom Gebäude hingeht, da fährt dann die Tram ab. Hier diese Taxi-Tram. Und die fährt dann komplett die Einkaufsstraße runter. Da sind mega viele Leute. Da war ja vor einem Jahr, glaube ich, im November auch ein Terroranschlag in dieser Einkaufsstraße. War schon so ein komisches Gefühl, man denkt, ha, hoffentlich passiert da nichts. Und da sind wir, ich glaube, gefühlt 15 Minuten runtergefahren bis zur Endstation, noch 10 Minuten. Und wollten dann oder sind dann von da aus zum Kalatata Tower. Hier seht ihr nochmal die Tram. War ganz schön voll, aber okay. War schön, war mal eine schöne Erfahrung. Alle Leute haben von draußen fotografiert. Ja, bei der Tram ausgestiegen sind wir dann den Weg direkt geradeaus runter. Wir hatten ja keine Karte, also keine Stadtkarte oder so. Wir sind einfach ja, runtergelaufen, der Menschenmenge nach quasi. Sind ein, zwei Geschäfte mal rein. Ich habe mir so ein Armband gekauft. Und es ist echt eine schöne Stadt, auch ja, wie gesagt, Berg runter, echt angenehm. Irgendwann, wenn man dann runterläuft, merkt man, oh, da geht's nach rechts und da geht's dann zum Kalatata Tower. Also man braucht eigentlich keine Karte, meiner Meinung nach. Wenn man mit der Menschenmenge mitgeht, immer geradeaus runter, findet man dann den Kalatata Tower. Wir sind leider nicht rein. Es war 13 Uhr mittags, also anscheinend relativ spät, denn dort war eine sehr, sehr lange Schlange um den Tower herum. Dementsprechend sind wir die Gasse hier runtergelaufen. Also hier oben rechts kommt ihr zum Eingang vom Kalatata Tower. Und unten links geht es dann Richtung Bosporus. Und wir sind dann unten links weitergelaufen. Haben noch schöne Fotospots gefunden. Wie ihr seht. Ah, hier seht ihr dann nochmal den Eingang. Tickets. War auch relativ teuer. Fand ich. Ich glaube 30 Euro. 700 türkische Lira. Ja. Aber wenn wir nochmal hingehen, dann wollen wir auf jeden Fall frühzeitig da hoch. Und ja, hier seht ihr dann nochmal die Menschenmenge. Die Einkaufsgassen. Ja, und bevor es dann runter zum Bosporus geht, quasi, war da nochmal ein leckerer Kebabladen-Imbiss. Die machen ja Kebab anders als in Deutschland, in so richtige Brötchen. War aber auch sehr lecker. Kann man essen. Mir ist auch gefallen, die machen sehr wenig Salat rein. Und sehr wenig Joghurtsoße. Aber das ist ja kein Aufhobenniveau. Dann sind wir weiter runtergelaufen und hier sieht man ja dann schon die andere Seite der Stadt. Da sind auch sehr, sehr viele Leute. Da ist ja der Bazar. Und gut gefüllt, auch viele Touristen. Wir haben jetzt keine Bootstour gemacht, wir sind die Brücke rübergelaufen. Ah, 15:04. Wir sind die Brücke rübergelaufen
und ein bisschen geschlendert. Und den Rückweg haben wir dann mit der Metro und der Karte gemacht. Das ging alles echt super ohne Karte auch. So, für die andere Hälfte meines Videos lasse ich euch einfach mal die Bilder und die Musik abspielen. Könnt euch einfach mal die andere Seite der Stadt quasi anschauen. Da war ein Park und ja, der Bazar. Also im Großen und Ganzen kann man echt sagen, die Stadt ist sehenswert. Man sollte hingehen. Ist super schön. Auch preislich alles im Rahmen, kann man echt machen. Und auch wir waren zwar 3 Tage da, sind aber am dritten Tag ziemlich früh gegangen. Das heißt, plant doch lieber 4 Tage insgesamt ein, weil es gibt echt noch andere schöne Stadtteile, die man sich anschauen sollte. Ich wünsche euch viel Spaß jetzt weiterhin